Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, im letzten Video haben wir euch ja den ersten Teil unserer Erkundung durch das Bahnbetriebswerk gezeigt. Wer diesen Teil verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze jetzt hier oben rechts ein oder auch hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Schaut es euch bitte erstmal an und dann kommt ihr wieder zu diesem Video hier zurück, denn die Informationen, die ihr da bekommt, auf die baut das Ganze hier dann auch auf. Für alle anderen, die diesen Teil schon gesehen haben, den wünsche ich jetzt hier viel Spaß. Es gibt wieder eine ganze Menge Informationen. Ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Das Video ist ungefähr 13, 14 Minuten lang. Ich denke mal, das ist noch erträglich. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich und viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und in diesem Video zeigen wir euch den zweiten Teil unserer Erkundung durch das Bahnbetriebswerk hier in Engelsdorf. Es geht also weiter mit den Anfängen der 30er Jahre. Allen voran dominierte das Geschehen in diesem Jahrzehnt die Politik. Die Weltwirtschaftskrise war überall spürbar, Millionen waren arbeitslos, Betriebe schlossen oder gingen bankrott. Das spiegelte sich vor allem in der Mitte Deutschlands der doch starken Arbeiterklasse wider, die in vielen Großstädten wie auch hier in Leipzig mehrere 10.000 Arbeitsplätze verlor. War die Arbeitslosigkeit 1929 noch bei 8,5, lag sie 1932 schon bei 29,9% und erreichte im Februar 1932 mit über 6 Millionen Arbeitslosen den Höchststand. Jeder Dritte war also ohne Arbeit und ohne Lohn, die Not war grenzenlos. Wer seinen Beruf noch ausüben konnte, musste mit der Notverordnung der Regierung einen großen Teil seines Einkommens auch noch abgeben. Mit Adolf Hitler sollte sich das nun ändern. Seine Versprechen waren einleuchtend, aber auch fragwürdig. Führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik wie Franz von Papen oder Reichspräsident Paul von Hindenburg unterstützten Hitler in dieser Zeit. Die NSDAP, also die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gewann die Wahlen am 6. November 1932 und blieb somit stärkste Partei im Reichstag. Sie vereinigte alle rechten Gruppierungen und stellte sich an die Spitze der Arbeiterklasse, was auch an diversen Wirtschaftsanalysten nicht vorbeizog. Auch im hier gezeigten Bahnbetriebswerk fand die neue aufstrebende Regierungspartei eine Menge Zuspruch. Die grenzenlose Not war auch hier spürbar. Exporte brachen ein, der Verkauf war quasi nicht mehr vorhanden und ganze Schichten wurden deswegen entlassen. Es kam in den Folgejahren zu Arbeitsersatzmaßnahmen, wodurch Arbeiter unter anderem bei dem Bau von Autobahnen eingesetzt wurden. Später wurde dann die Reichsbahn selber Stück für Stück modernisiert. Lok-Instandsetzung und Reparaturen fanden dann für eine gewisse Zeit auch in anderen Werken statt. In den frühen 40er Jahren baute man auf dem Gelände eine Richthalle, in der verschiedene Ausbesserungen dann wieder stattfanden. Zur Bewegung von Lasten wurde eine der ersten und bekanntesten Lokomotiven der Baureihe 52 angeschafft. 1940 entstand eine neue Kesselschmiede, in der nun Lokkessel am Fließband angefertigt wurden. Mit Ende der 30er Jahre verschwand natürlich auch die Arbeitslosigkeit. Diverse Ersatzmaßnahmen, die der Staat finanzierte, sorgten zwar für die Verschuldung des Reiches, aber die breite Masse, allen voran die Mittelschicht, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, hatte Arbeit. Es gab Aufträge und Lehrlinge wurden auch wieder ausgebildet. Niemand stellte Fragen. Transparente Übersichten aus der Zeit des Nationalsozialismus, in der der Staat angab, was gab er aus und was nimmt er ein, gab es schlichtweg einfach nicht. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen. Die tägliche Arbeitszeit stieg nun auf 10 Stunden, auch an Sonn- und Feiertagen musste gearbeitet werden. Fehlten Kräfte, konnten diese durch die Wehr- und Dienstpflichtverordnung zwangsrekrutiert werden. Auch Frauen waren immer mehr im Werk präsent, denn wehrfähige Männer wurden an die Front geschickt. Mit
Mit dem immer näher rückenden Ende des Krieges mussten die Angestellten auch immer häufiger dank Werkssirene den Luftschutzkeller aufsuchen. Am 7. Juli 1944 allerdings auch vergeblich. Gleich 48 Mitarbeiter starben bei einem Luftschlag, als eine Bombe die Luftschutzräume an der Schiebebühne traf. Am 10. April 1945 wurde das Werk durch einen verheerenden Luftschlag zu etwa 85% zerstört und quasi unbrauchbar. Die Lok- und auch die Wagenwerkstatt, die Kantine, die Lehrwerkstatt, sämtliche Außenanlagen und der Wasserturm wurden dabei zerstört. Mit dem Ende des Nationalsozialismus und natürlich dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste auch dieses Werk schmerzliche Reparationen hinnehmen. So wurden etwa 11.000 Kilometer Gleisanlagen, Elektroanlagen sowie Geräte und auch E-Lokomotiven als Reparation abtransportiert. In den Nachkriegsjahren beschäftigte man sich in erster Linie mit dem Aufräumen und mit dem Instandsetzen der noch vorhandenen Anlagen. Es entstanden verschiedene verloren gegangene neue Werkhallen. Zu nennen sind hier die Kesselschmiede, die Lokomotivhalle, Wagenwerkstatt, Tenderwerkstatt sowie der Anheizschuppen und ein neuer 34 Meter hoher und 400 Kubikmeter fassender Wasserturm. Trotz dieser Maßnahmen war es nicht möglich, konsequent zu arbeiten. Die Arbeiter hatten mitunter ihr eigenes Werkzeug mitgebracht, um vernünftig arbeiten zu können. Wer kein Werkzeug oder eine Aufgabe hatte, musste teilweise auch in anderen Bahnbetriebswerken aushelfen. Ende der 40er Jahre kehrte dann langsam aber sicher die Arbeit zurück ins Haus. Am Anfang wurden preußische und sächsische Personenzugwagen, später dann auch Güterzugwagen instand gesetzt. 1955 beschloss die DDR ein weiteres umfangreiches Sanierungsprogramm. Infolgedessen konnten schon 10 Jahre später jährlich etwa 550 Dampflokomotiven abgefertigt werden. Ein Jahr später, am 17. November 1967, stellte man die Instandsetzung der dampfbetriebenen Lokomotiven ein und beschäftigte sich fortan nur noch mit dem Instandsetzen von E-Loks, Dieselloks und natürlich auch Güter- und Personenwaggons. Mit Ende der 60er Jahre wurden in den Hallen auch komplett neue Wagen für den Güterverkehr zusammengebaut. Dies geschah allerdings nur bis 1977 und wurde dann eingestellt. ...1989 arbeiteten im Werk etwa 2300 Angestellte. Mit der politischen Wende 1990 wird das Werk selbstständig. Zwar verlassen über 600 Mitarbeiter die Hallen, dennoch beschafft die neue Werksleitung durch eine eigene Marketing- und Vertriebsgruppe die ersten Aufträge selbst. Bis 1993 werden so Wagen der Deutschen Bahnpost instand gesetzt. Mit dem Zusammenschluss der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn wird der Plan offengelegt, das Werk bis 1997 zu schließen und Stück für Stück zurückzufahren. Jährlich kommt es so zu hunderten Entlassungen, aber wirklich geschlossen wird die Anlage nie. Im letzten Moment wird eine Schließung glücklicherweise abgewendet. Verschiedene Investoren übernehmen das Werk, woraus 2001 mehr oder weniger die LRS Leipzig Rail Service GmbH entsteht, die einen Teil der Anlagen nutzt und am Ende sogar 151 Arbeiter übernimmt. Trotzdem ist das nicht viel, 151 Arbeiter, denn im Vergleich zu 1920, wo das Werk hier etwa 4000 Menschen beschäftigt hat, ist das eigentlich recht gering. Der Rest der Anlagen ist übrigens heute in ausländischem Besitz.
Ja, zurück zum Zustand. Ihr seht es ja selbst. Die Anlage ist wirklich sehr, sehr groß, sehr weitläufig und es gibt auch das eine oder andere zu entdecken. Allerdings ist auch schon viel zerstört, viel Kabelklau und auch Graffiti. Je größer die Anlage, desto mehr lockt das natürlich auch die Leute an, um da das eine oder andere zu stehlen. Es gibt immer noch tolle Perspektiven hier, gerade mit den Kränen. Und als wir im Außendienst dort in Engelsdorf mal arbeiten waren, waren wir auch bei Menschen zu Gast, die dort ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und die uns dann auch erzählt haben, dass die Siedlung ja hier komplett entstanden ist wegen diesem Bahnbetriebswerk und dass manche Familien ihr Leben lang dort gearbeitet haben. Dort hat der Vater gearbeitet, dann hat der Junge dort gelernt und der Junge hat dort bis zur Rente gearbeitet und sein Junge hat dort gelernt. Also es ist wirklich so ein bisschen Familienindustrie, wenn man das so bezeichnen möchte. Auf alle Fälle sehr interessant, die ganze Geschichte hier, wie sich das alles so entwickelt hat und was da am Ende trotzdem heute noch übrig geblieben ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, dann abonniert gerne unseren Kanal und schaut wieder rein. Macht's gut, bis bald und ciao.